Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Macht er ihn rein? Achtung, lässt. Und was für ein Tor! Gomez. Freistoß geben und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Da hat er seine Arbeit bestens erledigt. Ja, das macht er ganz souverän mit all der Ruhe, die ihn auszeichnet. Versucht's mit dem Kopf. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig. Spielfluss zulassen. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Palacio. Zuniga. Schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Geht er rein? Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Gargano. Palacio. Kuzmanovic. Lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Schuss und Spieler konzentriert sich auf die Ecke. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Zuniga. Palacio. Und unglaubliches Tor! Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Ein Versuch der Balleroberung. Was für ein Auge! Was für ein genialer Pass. Gargano. Gomez. Jetzt ist er und das ist das Tor. Der hat gepasst. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Gomez. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen.
fehlte die richtige Dosierung. Guck mal hin! Das war gar nicht so einfach, den Ball zu halten. Da war richtig Zug drin in dem Schuss. Gargano. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Palacio. Reporter haben ihre Zettel schon fast vollgeschrieben. 5 Tore, 4:1 das Halbzeitresultat. Ja, wir lieben die Überraschungen, aber in der Pause, da kann man ganz klar sagen, sie sind ausgeblieben, die lieben Überraschungen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Manni, ganz, ganz ehrlich, auch wenn man sich hin und wieder mal irren kann, das Ding ist gelaufen. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Kommt in der zweiten Halbzeit jetzt Dienst nach Vorschrift oder geben Sie noch mal Gas? Er sucht Mario Gomez mit diesem Ball. Zu früh gestartet, abseits. Situation wurde geklärt. Und kann er? Ja, und jetzt spielen sie sich hier in einen Rausch. Ganz klare Führung jetzt. Eliseo. Aber jetzt schon eine komfortable Führung. Eliseo. Gomez. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Oh! Und ein weiteres Tor ist gefallen. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher und der Torhüter ist zur Stelle. Kuzmanovic. Gomez. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen. Denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Und? Tja, wer hat noch nicht. Wer will noch mal? Was macht er denn da? Oh, jetzt will er im Boden versinken. Und genau in der Situation wirst du da draußen als Trainer bekloppt. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. So schießt er aus der Distanz
und verursacht überhaupt kein Problem für den Keeper. Eliseo. Aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder. Hätte man sofort verarbeitet. Und der Treff. Sie liegen deutlich und klar vor. Also der Sieg war ja von vornherein eingeplant. Aber es ist tatsächlich ein Spaziergang geworden für die Rheinmannschaft. Mani, das ist eine komfortable Führung. Diese Führung hier ist mehr als deutlich. Jetzt hat der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Gargano. Er könnte passen. Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Zuniga. Gomez. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Viel gefehlt bei den Freistoßfragen. Zentimeter, Zentimeter. Kuzmanovic. Sieht gefährlich aus. Schuss und... Der Ball getrennt. Zuniga. Klasse, wie hier der Torhüter reagiert. Er legt sich den Ball in den Viertelkreis. Es gibt Ecke. Gomez! Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Zuniga. Guck mal hin! Oha, da war ordentlich was dahinter. Und der Torwart, er ist da. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Gargano. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Diese Mannschaft hat heute wirklich Grund zu feiern. Ja, Saisonmitte, und das war ohnehin schon eine sehr, sehr gute Bilanz. Und jetzt noch mal 3 Punkte obendrauf. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.